So, willkommen zurück. Bevor wir zur Aufgabe kommen, wie ihr seht, unten steht eine neue Zahl. Ich habe den Code nicht einfach nur zurückgeschrieben, nur auf die erste Zahl, sondern der Code wurde geknackt, nämlich vom Jan. Auch mit dem ich gerade die Aufgaben gemacht habe, er hat mir auf einmal einen Chat unten reingeschrieben, hab Code geknackt. Ich so, okay, ich guck mal gerade nach und er hat den Code tatsächlich geknackt. So, ich habe aber direkt schon einen neuen Code. Ihr seht ja schon unten die erste Zahl, das ist die 0. Jetzt fängt das ganze Spiel quasi wieder von vorne an. Die Mama kommt gleich. Und wenn du wissen willst, wie auch du den Code knacken kannst, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video zugemacht, wie man den Code knacken kann und auch gleichzeitig, wie man den einlöst, wie man gucken kann, ob der Code noch vollständig, also nicht der Code, sondern das Geld noch vollständig da ist. Nur der alte Code ist halt jetzt weg. Ich denke mal, Jan hat inzwischen das ganze Geld ausgegeben. Wäre sinnvoll. Bevor es nämlich immer noch welche probieren, weil es gibt ja genug, die gucken noch die alten Videos und probieren trotzdem den Code aus. So, dann erstmal danke jetzt für 141 Abonnenten. Wie gesagt, die zweite Zahl hau ich dann raus bei 150 Abonnenten. Ich muss mir das jetzt auch aufschreiben, damit ich nicht durcheinander komme, weil vorher war es natürlich einfach 100 Abonnenten, 10 Zahlen, 110, 11 Zahlen und so weiter. So, jetzt die eigentliche Aufgabe, wie gesagt, markiere. Warte, ich muss mal gerade selber gucken, wie die Aufgabe heißt, weil ich habe es aus Versehen dann doch schon in der Aufgabe gemacht. Und die Aufgabe hieß, ja, das Fenster habe ich mir weggemacht, ich Idiot, weil ich nämlich da die Paysafe-Karte neu kaufen wollte. Nur meine Frau hat die mir dann gekauft. Auf jeden Fall mit den Markierungen von den ungewöhnlichen Gegenständen, von den, ich glaube, von den blauen Gegenständen und epischen Gegenständen. Ich zeige euch nur ganz kurz, wie das Ganze dann funktioniert. Dafür gehen wir dann auch einfach mal in die Aufgabe rein, beziehungsweise in die Runde. Ich mache das jetzt mal einfach im Du. Also ihr müsst halt einfach die grauen Gegenstände markieren. Ich meine die grünen oder halt die blauen. Einfach markiert einfach mal jeden Gegenstand von der Farbe her. Aber legendär müsst ihr definitiv nicht markieren, aber episch war definitiv mit dabei. Das war halt, wenn wir untereinander gespielt haben, hat der eine natürlich dem anderen gezeigt, da liegt das und das. Und schwupp ist es passiert, ist die Aufgabe erledigt. Ich habe zwar eigentlich aufgepasst, dass ich es nicht mache, aber im letzten Video ist es dann halt leider doch passiert. Aber ich werde euch natürlich zeigen, wie man einen Gegenstand markiert und auch welche Gegenstände gemeint sind. So, dann google ich mal schnell selber nach der Aufgabe. Markiere. Weil ich muss euch natürlich auch den richtigen Titel geben. Ah, genau, hier ist es. Ungewöhnliche, seltene und epische Gegenstände. Also gemeint sind grüne Gegenstände, blaue und lilane Gegenstände. So, jetzt mal gucken, gerade wo wir landen. Erstmal wieder zurück ins Spiel. Ich würde sagen, Lucky dürfte eigentlich. Obwohl Lucky ist inzwischen ein beliebter Ort geworden, ist mir aufgefallen. So. Und hier dabei habe ich halt auch den Jan immer noch, der mich die ganze Zeit hier schon begleitet durch die Teamaufgaben mit meinem Sohn. Nur mein Sohn muss halt irgendwann auch mal ins Bett. Ich habe ja gesagt, das hier wird ein kleiner Marathon. Die normalen Aufgaben haben wir jetzt ja alle fertig. Ich zeige euch nur noch gerade hier die. Hier landet noch einer mit uns anscheinend. Landet der Solo? Ich glaube, er landet solo. Jetzt hoffe ich nicht, dass er in mein Haus fliegt, wo ich nämlich immer hinfliege. Na, doch, er landet da. Das passt mir ja überhaupt nicht. Oh, jetzt ist hier kein Loot oder was? Ja, der ist in dem großen Haus. Finde ich hier natürlich. Ah, hier so könnt ihr zum Beispiel markieren. Das ist ein grüner Gegenstand. Jetzt müsst ihr halt nur einen blauen Gegenstand markieren. So, jetzt hol ich mir erstmal die Kiste hier oben.
Und markieren tut ihr einfach, ihr geht so drauf, so dass es euch angezeigt wird und dann einfach auf dem Steuerkreuz nach links. Wie es jetzt auf dem PC ist, weiß ich nicht, aber definitiv halt, obwohl, warte mal, naja, müsste ich in der Steuerung gucken. So ist es nicht. Ja, so ist normal bewegen. Also wie das auf dem PC ist, kann ich leider jetzt nicht sagen. Aber halt, wenn ihr mit Controller spielt, ist es halt ganz simpel. Einfach nach links mit dem Steuerkreuz und schon habt das. So, das war jetzt der blaue Gegenstand. Hoffentlich in der Falle hinknallen. Vielleicht läuft er ja doch rein. Ja, Tür von innen zu machen, macht natürlich auch Sinn. So, jetzt habe ich hier mal gerade nur eine MP. Und jetzt müsste ich halt nur noch den epischen Gegenstand suchen, aber ich habe die Aufgabe ja schon gemacht. Aber eigentlich müsste das sogar in einer Runde machbar sein. Wir haben ja jetzt einen grünen gefunden. Hat ein Gegner gesehen. So, hier hätten wir auch schon den epischen Gegenstand. Ne? Einfach, wie gesagt, gucken, dass es da steht, was es ist. Und dann Steuertaste nach links. Und schon hätte ich jetzt auch die Aufgabe schon bereits geschafft. Also es ist halt ganz simpel. Aber ich muss zugeben, ich wusste selber früher auch nicht, wie man Gegenstände markiert. Dann hat eigentlich einer gerufen, wo ist das denn? Ich so, ja hier. Ich so, toll. Kommt man sich halt schon ein bisschen blöd vor. Gerade im Team, wenn du siehst, der Mitspieler hat kein Blue Life. Kann man dem anderen dann immer doch nochmal zeigen. Guck mal hier, hier ist noch, hol dir. Oder auch wenn man bessere Waffen schon hat, dass man dem anderen dann auch markieren kann. Hör mal, hier ist noch was für dich. Er baut hier alles um mich rum. Dankeschön. Jetzt brauche ich noch eine AR und ich werde der glücklichste Fortnite-Spieler der Welt. So, was sagt eigentlich die Zone? Zone sagt Bullshit. Oh ne, Zone geht noch. Aber hier geht es ja nur darum, euch die Aufgabe zu zeigen und zu erklären. Ich weiß gar nicht, ist der Gegner durchgezogen? Ne, er hat den Gegner weggeholt. Steht doch schon ein Kill. Vor lauter Erklärstunde gar nichts mitbekommen. Jo, zieh mal weiter, Jan. Gucken wir mal, ob was in der Tankstelle ist. Vielleicht finde ich ja noch eine Eier. Da oben sind nur Verbände, aber die hole ich trotzdem mit. Dun, dun, dun. Und wie gesagt, ihr könnt euch sparen mit dem alten Code, dass das jetzt noch immer geht. Es geht nicht mehr. Der Code wurde geknackt. Und denkt nicht, ich gebe jetzt den gleichen Code wieder. Die nächste Zahl ist, glaube ich, schon anders. Aber ich kann noch mal gerade spaßeshalber gucken. Die nächste Zahl, ja, die nächste Zahl ist eine andere Zahl. Aber wie gesagt, ab 150 Abonnenten werde ich euch dann wieder im nächsten Video dann immer die nächste Zahl dann schon im Video selbst erklärt, sag ich schon, verraten. Von daher kein Stress machen. Neue Chance, neues Glück. Aber ich bin mal gespannt, wann der erste den Kram dann wieder kopiert. Das ist nämlich meistens so. Wenn ich irgendeine Idee habe, kurze Zeit später, patsch, irgendeiner hat es auch. Und ich wollte erst so 20 € PaySafe-Guthaben machen, aber da habe ich mir gedacht, so viel Geld schon reinstecken. Ich meine, ich habe jetzt schon 10er verloren, im Prinzip schon, ja, sagen wir mal, fast 20 €, noch ist der Code nicht geknackt. Aber das muss ja auch alles ein bisschen in Anführungszeichen finanziert werden. Von daher ist das nicht so einfach. Aber da ich arbeiten gehe, ist für mich halt kein Problem. Ich weiß ja, wo ich hin will. Da muss man halt logischerweise auch ein bisschen was investieren. Ach, hier ist noch eine Kiste. Sollen wir nicht auf den Berg gehen, Jan? Was holt ihr jetzt mit? Ich meine, 300 Holz habe ich.
Ich denke mal, es werden auch noch einige von Fatal Fields rüberkommen. Ich baue mal hier gerade ein bisschen zu, damit hier keiner auf dumme Gedanken kommt. Hä? Wie kann man denn da? Ah. Oh Gott, da hinten wird gebaut wie ein Weltmeister. Aber ich sehe keinen Gegner. Ah, jetzt hätte ich doch gern lieber eine Sniper. Ne, ich sehe da gar keine Nöte. Ja, loot-technisch sieht es ja auch nicht gut aus. Jan ist wieder auf der Flucht. Jan hat keine Zeit. Ich sage an all die, die mich halt wirklich richtig unterstützen wollen. Also an der Abonnentenzahl würde ich sagen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Was ein bisschen mehr werden muss, ist halt wirklich die Wiedergabezeit. Aber ich denke mal, es kommt von alleine. Also ihr braucht euch jetzt nicht meine Videos stundenlang durchzusuchten. Aber damit ich damit irgendwann mal Geld verdienen kann, brauche ich logischerweise, ihr wisst es eigentlich schon, die 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Wiedergabezeit. Ich habe es mir mal ausgerechnet, aufs Jahr gesehen bräuchte ich jeden Tag eine Wiedergabezeit von, lass mich lügen, was war's? 11 Stunden meine ich. Aber wir sind ja schon reichlich am Wachsen, von daher mache ich mir da eigentlich keinen großen Kopf. Aber es ist halt schon krass, wie schon manchen schon hier Unterstützung bekommen im Spiel. Klar, finanziell kann ich da gar nichts erwarten, um Gottes Willen. Ich meine, ich war zwar früher auf Twitch, da habe ich natürlich auch schon die eine oder andere Spende bekommen, aber ich erwarte hier erstmal gar nichts. Ich weiß ja selber, dass ich hier in Anführungszeichen größtenteils mit Kindern, Jugendlichen spiele, von daher alles easy. Ich sag, Jan ist auf der Flucht. Jan hat's eilig. Boah, hier sind in den Hütten so auch nichts mehr drin, ey. Früher war da wenigstens mal noch ein bisschen Loot. Ach Gott, die Zone macht ja richtig, aber wir müssen eigentlich gleich Besuch von hinten bekommen. Also die dürften eigentlich nicht mehr weit weg sein. Da oben wird, glaube ich, gebaut. Ja. Gebaut, gekämpft, alles. Warum hat er denn... Na, man hört's. Die sind hinterm Berg. Boah, die Schüsse sind nah. Die Schüsse sind verdammt nah. Naja, da oben. Das Problem ist halt echt von hinten. Da müssen wir mal ein bisschen auf... Ah, die ziehen durch. Guck mal, die denn hier. Das Problem ist, ich bin nicht hoch genug. Hm, irgendeiner kommt. Rechts von uns. Ist alleine. Ne, da sind zwei. Einer ist auf dem... Einer ist hinterm Baum. Bauskills, ey. Junge, Junge, der hat mich ja nur mit Bauen kaputt gemacht. Jupp. Das waren keine Noobs. So, mit dem Markieren, wie gesagt, nochmal. Einfach draufgehen, bis ihr den Namen angezeigt bekommt vom Gegenstand. Dann Linkstaste. Und das Ganze dann halt, wie gesagt, mit dem grünen Gegenstand, blauen Gegenstand und mit einem lilanen Gegenstand. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und denkt dran, abonnieren nicht vergessen. Macht's gut.